Hallöchen, das hier ist der erste Teil und in gewisser Weise auch die Vorstellung, die Einführung, die Erklärung, was das überhaupt soll, von meiner kleinen Anekdotenserie. Als Hinweis den kleinen, die kleine Animation am Anfang werde ich wahrscheinlich nochmal überarbeiten. Aber erstmal eine, wie gesagt, Einführung, eine Erklärung. Was soll das? Ich denke, dass es ganz interessant sein kann, für Leute, die sich für Okkultismus interessieren, so ein paar Erfahrungsberichte zu haben, was einem da begegnen kann, was man da erleben kann. Und ja, es soll nicht unbedingt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger passieren, was ich hier mache. Ich habe vor, bei ein paar dieser Videos das Ganze sozusagen in zwei Teile zu teilen. Es werden nicht zwei unterschiedliche Videos, aber die erste Hälfte des Videos wird durchaus abenteuerlich klingen. Ich werde das Ganze also ein bisschen ausschmücken, nicht im Sinne von was dazu erfinden, sondern ich werde einen Blickwinkel für den ersten Teil des Videos wählen, der durchaus fantastisch oder abenteuerlich klingt, und werde dann im zweiten Teil des Videos das Ganze versuchen zu erklären und zu analysieren, um zu zeigen, wie man das Ganze zumindest erklären kann. Man muss es nicht so erklären, aber ich finde es gerade im Okkulten, gerade im Magischen wichtig, dass man die Bereitschaft hat, nicht unbedingt an Wunder glauben zu wollen. Und vor allen Dingen nicht alles, was einem irgendwie passiert, sofort zum Wunder erklären zu wollen. Das Ganze endet dann immer nur in Selbsttäuschung. Ja gut, kommen wir zur ersten kleinen Anekdote. Und keine Bange an euch Nichtraucher, die Zigarette ist jetzt aus. Das Ganze war vor ungefähr 12 Jahren. Damals lebte ich noch in Bonn und war Stammkunde in dem Buchladen, der von Frater VD gegründet wurde. Frater VD hat den Laden irgendwann verkauft und ein besonderes Erinnerungsstück von ihm hing immer in dem Bereich des Ladens, wo die Bücher über Magie standen. Also es war ein esoterischer Buchladen mit einer kleinen Ecke, wo dann wirklich Bücher über Magie standen. Crowley, Gregorius, Austin Spare, Kenneth Grant. Na, Kenneth Grant Bücher standen da eigentlich nie rum. Die lagen nur unterm Tresen, wenn ich mal eins bestellt habe. Also die ganzen Bücher, wo man wirklich sagen kann, das ist Magie. Daneben hingen immer die Stele der Offenbarung, die VD sich irgendwann angefertigt hat. Als der Laden dann geschlossen wurde, weil das Internet als Konkurrenz zu stark wurde, bin ich irgendwann in den Laden rein, dachte, der wird geschlossen. Das heißt, die müssen das Ding demnächst irgendwie entweder loswerden oder fragst du einfach mal, was es kostet. Ich stand tatsächlich, ich geb's zu, kurz vor der Stele und hab überlegt, oder soll ich sie mir einfach unter den Mantel klemmen und rauslaufen? Aber ich klau nicht. Oder zumindest nicht gerne. Und dementsprechend extrem selten. Und ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal irgendwo irgendwas geklaut habe. Dementsprechend kann ich eigentlich sagen, ich klau nicht. Ja, Bekenntnis eines Sünders. Ich komme mir gerade vor wie irgendein Christ. Jedenfalls stand ich da und habe tatsächlich kurz den orangenen Göttern, also siehe das Video, das ich hier vorgemacht habe, Merkur und Hermes und so weiter, ich habe die kurz gebeten, bitte helft mir, das Ding da zu kriegen. Es war kurz nach der Euro-Einführung, das heißt, es war 2002, als der Laden dicht gemacht hat. Dann bin ich zur Eigentümerin des Ladens hin, hab auf die Stele gezeigt und gefragt, was soll das Ding kosten? Und sie meinte,
Die Dinge? Ja, so Teile haben wir früher immer verkauft. Ich wusste, das stimmt nicht. Denn ein anderer Kerl, der da arbeitet, hat mir erzählt, dass Leute in den Laden gekommen sind und 6, 7, 800 Mark dafür geboten haben. Und die haben immer gesagt, nein, das Teil verkaufen wir nicht. Das Ding hat sozusagen die magische Sektion beschützt in dem Laden. Dann hat die Verkäuferin mich angeguckt und gemeint, wir haben es verkauft für 80. Und irgendwie hat der Merkur wohl ein bisschen gewirkt. Und ich meinte, 80 Mark, cool, das sind 40 Euro. Ich gehe kurz zur Bank und dann, ich glaube, sie wollte 80 Euro sagen. Aber nachdem ich mich bereit erklärt habe, das Ding zu kaufen und sie wusste, der holt jetzt Geld und in 5 Minuten habe ich 40 Euro für etwas, was wir eh nie verkaufen wollten. Also habe ich die Stele, die jetzt bei mir an der Wand hängt, ich habe keinen Bock, sie euch jetzt zu zeigen und in die Kamera zu halten, für günstig Geld gekriegt. Ehrlich erworben. Mit ein bisschen Hilfe von meinem Freund. Aber das war eigentlich gar nicht die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. In dem Laden eines Tages kam ich rein und einer der Verkäufer, der wusste, dass ich einer von den Leuten bin, die sich mit dem wirklich magischen Kram beschäftigen und nicht nur mit irgendwelcher Esoterik. Ihr merkt, ich unterscheide zwischen Esoterik und Magie sehr deutlich. Meistens ist das Wort Esoterik für mich eher was Abfälliges und wird von mir dementsprechend gebraucht oder verwendet. Brauche natürlich das Wort eigentlich nicht. Und da ist der Merkur in der Waage, den ich vorhin erwähnte. Also ich kam in den Laden rein und der Verkäufer kam direkt auf mich zu und meinte, hast du nicht Lust, einem jungen Mann, der sich für Magie interessiert, da irgendwie ein bisschen was zu erklären? Und ich dachte, warum nicht? Und er hat mir dann eine Telefonnummer gegeben. Ich habe da angerufen und der Kerl kam dann ein paar Tage später bei mir vorbei. Der Typ war, ich glaube, Anfang 20. Nennen wir ihn mal Delaney. Und ich war so naiv und dumm und dachte mir, gibst du ihm erstmal einen fairen, ausgeglichenen Überblick über die verschiedensten magischen Traditionen, mit denen du dich halbwegs auskennst. Hatte also einen großen Teil meiner Bibliothek vor ihm ausgebreitet und sagte, das hier ist Golden Dawn, das ist Fraternitas Saturni, das ist Chaosmagie, das ist Rosenkreuzertum, das ist hermetische Magie, das ist jenes und dies ist das. Und dazwischen lag dann so ein kleines, dünnes, blaues Heftchen von dem schon viel zu häufig erwähnten Frater VD mit dem dummen Titel Eismagie. Ja, ich habe tatsächlich Geld für das Ding zum Fenster rausgeschmissen. Und er guckte sich das Ding an, billigste Machart, irgendwie so ein halbdurchsichtiges Plastikteil vorne drauf, statt einem richtigen Cover, Ringbindung, also noch nicht mal vernünftig gebunden, man kann es also eigentlich gar nicht Buch nennen, eher Blättersammlung. Und der Typ hat auch noch dran gespart, irgendwie Großbuchstaben in Auftrag zu geben. Das ganze Buch ist in Kleinbuchstaben geschrieben. Was ein bisschen hippie-mäßig wirkt, aber vor allen Dingen soll es wohl den Leser verwirren. Also, VD unterstelle ich derartige Taktiken. Und er fragte danach, Delaney fragte nach diesem Büchlein und ich meinte, ja, hier, System von dem und dem Typen, aber so gut ist das eigentlich nicht. Hat ein paar gute Ansätze, aber ist nicht wirklich gründlich. Und irgendwie schien meine Ablehnung dieses Büchleins gegenüber und der Person VD gegenüber den Typen neugierig zu machen. Und er machte sich schlau und ein paar Monate später meldete er sich bei mir, wir haben uns nochmal getroffen. Und er erzählte mir, dass er zu Seminaren von VD gedüst ist und wohl beeindruckt war und unbedingt lernen wollte, was VD da geschrieben hat. Oder beschrieben hat. Nun, bei diesem tatsächlich letzten Treffen mit Delaney
wirkte er ziemlich verstört auf mich, machte einen fast schon psychotischen Eindruck. Wie gesagt, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das war Ende 2001. Damals war die Afghanistan-Konferenz in Bonn. Das weiß ich noch recht genau, denn wir saßen im Siebengebirge auf einem der Berge und konnten auf das Hotel rüberschauen, in dem diese Konferenz war. Er wirkte ziemlich verstört und in einem Zustand, in dem ich eigentlich keine Menschen sehen will. Und er erzählte, dass er irgendwie demnächst zu Hause auszieht und sich eine kleine Wohnung nimmt und die unbedingt komplett schwarz streichen will. Und ich riet ihm davon ab und sagte, lass das. Je dunkler der Wohnraum, desto depressiver werden die Leute, die dran wohnen. Aber nein, er wollte das unbedingt. Und das ist ihm wohl in diesen Seminaren eingeredet worden. Er gab sehr viel Kram von sich, der nüchtern betrachtet idiotisch ist und ziemlich sektenhaft wirkt. Ich habe in den Jahren danach Leute getroffen, die mit dem System Erfahrung hatten. In Foren habe ich Leute erlebt, die über die Hintergründe Bescheid wissen und ziemlich genau sagen können, wo VD die Leute verarscht und was VD bei einem anderen Typen, der wohl recht gute Arbeit leistet, aber das, was er macht, nicht als Magie bezeichnet, sondern als Kampfkunst. Was VD bei dem Typen geklaut hat. Und schlecht geklaut hat. Und warum es schlecht geklaut ist. Dieses System der Eismagie ist Verarschung. Und wer das blaue Büchlein kennt, also Eismagie erste Schritte heißt es, glaube ich, der könnte eigentlich sehen in dem Buch, dass es Verarschung ist. Und weil ich schon über das Buch rede und so darüber rede, möchte ich meine Kritikpunkte direkt äußern. Wenn VD sagt, dass sein System ohne Vorbereitung auskommt, dass es ohne Zierkram auskommt, ohne irgendwelchen Symbolismus und so weiter, ohne irgendwelche Mystik, warum gebraucht er dann Worte wie Eismagie, Labor, Vigilien? Warum gibt es Laborstufen? Warum ist es überhaupt notwendig, als Vorbereitung, um das praktizieren zu können, zu seinen Seminaren zu rennen und ihm eine Menge Geld, und wirklich eine Menge Geld in den Rachen zu werfen? Ich hoffe, er gibt diese Seminare nicht mehr. Also da ist schon mal eine schwerwiegende Diskrepanz zwischen dem, was er verspricht, und dem, was er liefert. Wenn keine Vorbereitung, kein Zierkram, keine Ausschmückung notwendig ist, warum dann Körperführung und Sprachführung und so weiter? Es macht keinen Sinn. Er widerspricht sich selber. So, genau, was ich unbedingt noch sagen wollte mit der Geschichte und weswegen ich sie eigentlich erzähle. Delaney sagte mir bei unserem ersten Treffen, ich glaube, wir hatten noch zwei, drei Treffen zwischendurch, bis es dann zu diesem letzten Treffen im Siebengebirge kam. Er sagte mir bei unserem ersten Treffen, als ich ihn fragte, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich ihn fragte, aber er sagte mir, warum er sich mit Magie beschäftigt und was er lernen will. Der erzählte schwärmerisch vom Herrn der Ringe, von den Filmen, nicht vom Buch. Von der Szene, wie Gandalf und, ich glaube, Bilbo. Oder Frodo, ich glaube, Bilbo war es, wo die zusammen eine Pfeife rauchen und Gandalf pustet so ein Segelschiff aus und lenkt es durch die Gegend. Delaney sagte, er will gar nichts so Großes, Aufwendiges oder Beeindruckendes lernen, nur solche kleinen Tricks. Und das hat mich dann letztendlich dazu geführt, eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen zwischen historischer Magie und Fantasy-Magie. Historische Magie, man könnte auch sagen echte Magie, hat nichts mit Fantasy-Magie zu tun. Man lernt nicht irgendwie die Hände glühen zu lassen oder irgendwelche Funken aus den Fingerspitzen zucken zu lassen oder die Augen aufleuchten zu lassen.
Also die Augen aufleuchten lassen geht zwar, aber nur wenn die Lichtverhältnisse richtig stimmen und man verstanden hat, wie es funktioniert. Und sie leuchten dann auch nicht irgendwie sternhell, sondern... Es sind simple Tricks. Solche Sachen. Echte Magie geht in eine etwas andere Richtung und ich finde die Bezeichnung Psychonautik, also Erkunden des inneren Kosmos, eigentlich fast schon passender und schöner als die Bezeichnung Magie. Aber das, was man in der magischen Literatur findet, also Crowley, Agrippa, teilweise auch Paracelsus, im Zohar, im Abramelin und so weiter, das, was man da findet, kann man für die Psychonautik nutzen. Und deswegen kann man da auch die Bezeichnung Magie verwenden. Und letzten Endes läuft es auf Magie hinaus. Nicht Fantasy-Magie. Nicht das Werfen von Feuerbällen oder das Erzeugen von Stromausfällen auf Fingerschnips. Und glücklicherweise geht der Rechner nach dem Schnipsen jetzt nicht. Der Gott der Magie, Hermes, ist auch der Trickster. Der Gott der Verarschung, der Gott des Tricks und Leute an der Nase herumführen, der Eulenspiegelgott. Das darf man nie vergessen. Also, wenn ihr euch mit Magie beschäftigt, verfolgt nicht irgendwelche Fantasien, was denn irgendwie möglich sein könnte, und lasst euch auch nicht von Idioten, entweder wie VD oder anderen Leuten, irgendwas einreden von wegen dies und jenes ist damit möglich. Arbeitet und schaut, was dabei rauskommt. Rennt nicht irgendwelchen Mohrrüben nach, die euch irgendwelche Leute vor die Nase halten. Seid keine Esel. Und jetzt habe ich genug auf die moralische Drüse gedrückt oder... ja, mich in ein Tantrum hineingesteigert. Ich glaube, ich beende das Video einfach und wünsche euch wie immer sehr viel Spaß. Alles Gute und... ja, genießt das Leben.